Aloha, meine Lieben, und willkommen zur 9. Folge der 3. Episode von Life is Strange, präsentiert von Celine aka Queen Nerdy Dala. Wir sind gerade, ich finde es gerade super spannend, wir sind gerade dabei, oder besser gesagt, wir haben uns selber durch ein Polaroid-Foto in unsere Kindheit zurückversetzt, als wir 12, 13 waren. Und an dem Tag, wo Chloes Vater stirbt, und wir versuchen das jetzt händeringend irgendwie zu verhindern, und ich muss seine blöden Autoschlüssel verstecken. Und er hat so einen komischen Sucher für die Autoschlüssel. Mann, das gibt's doch nicht, ey. Ich meine, wer hat denn den Sucher für die Autoschlüssel da, aber... So, okay, wir müssen das jetzt nochmal machen. Ich meine, bis zum bitteren Erbrechen. Kann ich das nicht einfach ins Feuer schmeißen? Max, mach mal echt deinen Kopf an hier. Schmeiß es ins Feuer, Mann. Excuse me, ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast on. Da, throw keys. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear. Ich kann das nicht machen. You mean your college fund? Keys, please. So. Komm. Der darf die jetzt nicht finden. Oh, yes, alles klar. Oder doch? Ha. Huh. I know I had those keys right here. I know it. Nah, you didn't. What about you, little buddy? Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes, and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries, and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Oh God. Joyce will love this. Ich glaube, man kann es nicht verhindern. Jetzt steht er bestimmt irgendwie anders. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Okay. Aha. Oder? Ändert sich das jetzt? Und deswegen haben wir bestimmt den Tornado ausgelöst. Hier Butterfly, Einschlag und Tornado jetzt zur aktuellen Zeit. Wenn er dann dabei stirbt, flippe ich komplett aus. Ach ja, stimmt. Oh, ein schönes Foto. Okay, wir haben die Vergangenheit geändert, Leute. What the shizzle. Okay, jetzt wird Chloe wahrscheinlich mit uns hier sitzen. Hello, are you even listening, Maxine? Oh nein. Max. Never, Maxine. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella. Oh no, this is totally fucked up. Yeah. What else have I changed? Chloe. Yeah, Chloe, it was Chloe. Aha. Uh-huh.
Oh Gott. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwas mit unserer Familie ist oder dass wir immer noch mit Chloe befreundet sind oder was auch immer. Tja, dass das nicht ohne Konsequenzen bleibt. Ich meine, außer der freudigen Konsequenz für Chloe. Hm. Das ist jetzt überhaupt mal eine gute philosophische Frage. Würdet ihr, wenn ihr könntet, die Vergangenheit ändern? Also so richtig krass ändern? Jetzt nur von eurer. Ich rede jetzt nicht von geschichtlichen Ereignissen, die man dann versucht zu verhindern, sondern bei euch in der Vergangenheit. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Was ist das, ein Wal? Oh nein! Oh nein. Was ist das denn jetzt? Ich glaube, das ist das Ende der Episode, ne? Gut, dass ich gleich gerade noch einen Cut gemacht habe. Dann wird das eine sehr kurze Episode. Okay, wohnt Chloe da jetzt noch oder macht uns jetzt jemand komplett anderes die Tür auf? Oh Mann. Max Caulfield. Ah, doch. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Okay. Chloe, you have a visitor. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh Gott. Oh mein Gott. Weil sie Schlüssel gekriegt hat, sollte irgendeiner beim Autounfall verletzt werden. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Errungenschaft freigeschaltet, Chaos Theory. Oh Gott, Gottes Willen, das war Episode 3. Ich weiß gar nicht, hätte ich den Vater wohl gehen lassen können? Das heißt also, der Vater wäre weiterhin gestorben und ich hätte jetzt nicht alles geändert. Ich glaube, das hatte was mit dem Schlüssel zu tun, den Chloe da auspackt. Sie hat ein Auto gekriegt und dass ihr dann ein Unfall passiert ist. Sie ist zwar nicht tot, aber jetzt querschnittsgelähmt. Boah. Also das reißt einen echt jetzt so ein bisschen mit, weil wir wollten das Leben für unsere beste Freundin besser machen. Und jetzt haben wir alles geändert, logischerweise. Und jetzt ist sie querschnittsgelähmt, aber sie scheint hoffentlich glücklich zu sein. So sah es zumindest gerade aus. Ich bin so gespannt, was in der vierten Episode passiert. Ist die mittlerweile eigentlich draußen? Ich muss gleich mal gucken. Es tut mir leid, wenn es jetzt eine kurze Episode wird. Wir gucken uns dann gleich nochmal unsere Entscheidungen an. Ich werde wahrscheinlich wieder jede Menge verpasst haben. Das tut mir dann auch echt leid. Aber meistens sehe ich die ganzen Sachen nicht. Wahrscheinlich müsste man dann wirklich in irgendwelche Ecken laufen. Oder in alle Ecken laufen, um zu gucken, dass man da auch jede Möglichkeit wahrnimmt, irgendwie gute Fotos zu machen von irgendwas. So, das haben wir uns ja schon mal angeguckt. Jetzt gucken wir mal. Okay. You left the money, 55%. 45% haben das Geld gestohlen. You kissed Chloe, 79%. 21% haben sie nicht geküsst. You sided with David, nur 17%. 83% with Chloe. Okay, hierzu nochmal, ja?
Wenn man befreundet ist, hält man immer, immer, immer zusammen. Das heißt aber nicht, dass man seinen eigenen Willen aufgibt. Und wenn man Ungerechtigkeit empfindet, muss man auch leider mal Seiten für jemand anderen ergreifen. Und man kann nicht immer nur einer Person nach dem Mund sprechen, weil das ist dann keine wirkliche Freundschaft. Man muss dann auch mal den Leuten vor Augen halten, dass sie nicht immer fair sind. Klar ist es ihr Step-Douche, oder war das ihr Step-Douche, und sie hat sich mit dem in die Haare gekriegt, aber, ne? So viel dazu. You kept Frank's dog from harm. Oh, ich sisse, wenn es auf die Straße geschmissen hätte, wäre er nämlich angefahren worden. Im Leben nicht. Sowas macht man nicht. Der ist ja auch süß, der Hund. Chloe has David's gun. Frank has David's gun. What? Ah, Schissel. Ja. Hab ich nicht gesehen. Egal. Egal. Next. Lisa is dead. Oh, ich habe unsere Pflanze umgebracht. Scheiße. Das haben wahrscheinlich viele gemacht, die überwässert. You didn't help Warren with his exam. Ja, da wollte ich ihm ja helfen, aber Moment mal. Exam? Wann war das denn? Das habe ich auch nicht mitgekriegt. You are on the Vertex Club party list. You are not on the Vertex Club. Oh ja, boohoo. You didn't change the Vertex Club party list. Was? Wer zur Hölle möchte da freiwillig hin? You didn't erase the cop's message. You helped Lisa. You didn't warn the homeless woman. Oh nein, was? Was ist denn passiert? Okay, Leute, ich werde das jetzt schon mal feierlich verkünden. Ich muss ordentlicher die nächste Episode spielen. Ich verpasse so viel und ich bin wirklich ein Mensch, der in Spielen eigentlich fast gar nichts verpasst. Aber ich will das halt nicht langweilig machen. Nur ich möchte halt sowas, das weiß ich nichts von. Hier, you didn't help Warren with his exam. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war das, ich weiß nicht, ob es hier dieses Chlorid oder was auch immer wir dem hätten sagen sollen. You took a photo in the past, 52. You left the mark on the fireplace, 40%. Okay. Das heißt Refresh. Ach so, die Prozentzahlen, alles klar. Exit. Ah ja. Okay, irgendwas hat es mit der Waffe auf sich. Die Hand sieht aber ein bisschen gebrochen aus, die Waffe da hält. So, meine Lieben, das war Episode 3. Ich guck mal eben, ob Episode 4... Nein, coming soon. Okay. Steht da, wenn ich die anklicke, wann? Nein. Oder hier unten? Nein, einfach nur coming soon. Ich werde die natürlich auch für euch spielen. Ich hoffe, bis jetzt hat es euch gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe... Also, Chloe ging mir manchmal echt auf den Geist. Weiß nicht, was ich davon halten soll, dass wir die Vergangenheit jetzt so geändert haben, dass sich alles komplett geändert hat. Wir schauen mal, wie es weitergeht, ob wir noch eine Möglichkeit kriegen, das dann wieder rückgängig zu machen oder ob wir jetzt mit der Situation, wie sie jetzt ist, irgendwie klarkommen müssen. Ich hoffe, ihr begleitet mich auch in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Aloha.